Hallihallo. Herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen, definitiv nicht so fälligen Folge, hoffentlich, Sternchen, wie das letzte Mal. Ja, wir sind mal wieder gefangen genommen worden und müssen uns jetzt befreien. Aber den ersten Schritt haben jetzt schon die zwei gemacht, wegen denen wir eigentlich erst in dieser misslichen Lage sind. Toll. Gut, Yko war zu blöd zum Laufen, muss man halt auch sagen dazu. Aber, ne? Hätten die Wache nicht aufgehalten, hätten wir kein Problem gehabt. Hm. Wait a minute. Moment. Das nimmt mir doch jetzt bestimmt keiner übel. Also hoffentlich auch die Wachen nicht, wenn ich mich hier ein wenig umsehe, oder? Guck, da gibt's nämlich zum Beispiel was. Was gibt's denn da? Schwefel. Also ich habe kein Inventar mehr, aber ich habe Inventar. Gut. Na, dann ist ja alles klar. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher tausend. Gut, also nachher haben wir hier eventuell nochmal Schwefel. Kommt drauf an, ob wir ja überhaupt nochmal hier hinkommen. Das müssen wir sehen. So, gibt's hier drüben noch was? Nö. Wir dürfen ja nichts verpassen, ne? Die Wache! Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir nochmal das hier drüben. Was ist mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Gut. Das da. Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Das habe ich mir schon gedacht. Wie wäre es dann mit der offensichtlichsten Wahl? Hm. Schade, wir dürfen es nicht ausprobieren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Ja, schön. Dass das hätte schwören können. Yko ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, sehr schön. Geduldig sein. Ja. Warte. Wir müssen hier erst noch was einsammeln. Du kannst nicht einfach hier durchrammeln. Hätten wir jetzt schon Stoff nicht mitgenommen und Leder. Das geht nicht. Du kannst nicht hier so einen Stress machen. Oh, siehst du, da haben wir nochmal Leder. Da war Seil, ne? Ja, aber das haben wir ja. Okay. Wo zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her? Stecken die Valois dahinter oder was? Nein. Wir müssen den Weg freiräumen. Über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Salpeter, kann ich jetzt eigentlich was herstellen? Nein, das ist immer noch das gesperrt. Ist erst der Anfang. Ah, warte mal, das ist gesperrt. Aber wir können aufrüsten. Ja. Das will ich eigentlich als nächstes, ne? Genau. Aber das geht nicht, weil wir da erst die Tasche bis hier hinten brauchen. Gut. Alles klar. Ne, dann gucken wir, dass wir als nächstes die Tasche auf jeden Fall hochbekommen, ne? Von der Aufwertung her. So. Und? Was? Das können wir nicht mitnehmen. Was soll denn das? Gibt's noch was zu mitnehmen? Nein. Okay. Boah. Das eher nicht. Das vielleicht auch nicht unbedingt. Machen wir das doch. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Mhm. Bin bereit.
Aber das gucken wir uns natürlich an, was er da treibt. Gut gemacht, Arthur. Okay. Dann los. Pass auf die Flaschen auf. Die Säufer. Die Säufer, die Elenden. So, Moment. Na, rein gar nichts. Ein Knochenspiel. Für Hugo. Wenn wir in Sicherheit. Nein. Was war? Mal sehen. Hey, sofort stehen bleiben! Nee. Okay, ich darf nicht so lange warten. Zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her. Alles die Valois dahinter, oder was? Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen wir oder müssen der den Weg freiräumen. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. So, aber das müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. In Geschenk und Werkzeuge. Muss man geht gar nicht anders. Ich finde es halt schade, dass wir nicht schneller laufen können hier. Pass auf die Flaschen auf! So. Okay. Ein Knochenspiel. Für Hugo. Wenn wir in Sicherheit sind. Komm. Alles klar. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Na, das können wir nicht mitnehmen. Na, kannst du nicht immer wegrennen? Das wäre gut. Also, ja. Wo bist du denn hingerannt? Madame. Ich habe sie verloren. Da ist was. Nein, hier ist nichts. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Was ist das? Bleib unten. Ist gut. Jetzt hinter dem lang, während er die Pfeile rauszieht, oder was? Ja, vergessen wir es. Nö, doch nicht. Okay. Los! Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England! Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyen gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch so. Nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Na, ich würde sagen, da. Der Topf. Ja, gut gesehen. Oder? Und wenn sie dich erwischen, dann gute Nacht. Dann gehen wir da rüber. Ganz vorsichtig. Wir brauchen dich lebend. Und jetzt fällt's runter, genau wenn wir drunter sind. Nö, doch nicht. Okay. Schon wieder ganz schön sneaky hier alles. Der bringt so eine hohe Belohnung. Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des... Moment, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht vollhusten. So. Er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Noch ein Stoff wäre gut. Wenn wir da jetzt noch was finden könnten. Wäre ich sehr begeistert tatsächlich. Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Eben. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, bitte. Mach. Wärst du so freundlich?
Das wäre echt gut. Hier, viel Spaß damit. Dankeschön. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Oh, toll, haben wir alles schon. Warte mal. Ich kann jetzt nichts anderes herstellen. Mist. Nee, wir brauchen das hier. Nee, kann ich es wieder nicht mitnehmen. Mist. Leise. Melle, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Können wir jetzt mal bitte noch einen Stoff finden? Alter. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Bist schon ein bisschen krank drauf, Mädel. Weißt du das? Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der... Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Warte mal. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Wir müssen zurück und ein Dorf plündern. So. Haben wir hier was? Ne. Da unten. Komm. Jawohl. Mein Bruder! Schnell! Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir für uns, oder, Jungs? Diese Dreckskerle, miese Dreckskerle. Nein, ruhige dich. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Die Kleine! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße! Verteilt euch! Achtet auf die Türen und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Ja, aber wohin? Läufst du jetzt vor? Läufst du nicht vor? Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Madame? Wie ist es mit ihnen? Ach, jetzt bist du gegangen, ja? Ein paar Männer rüber zum Offenball! Ja, warte. Werkzeuge, das. Das schmeckt mir gut. Läufst du jetzt mir nach oder muss ich jetzt dir auf einmal nach? Also weiter nach. Okay, ich verstehe nicht ganz. Aber das macht nichts. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Soldaten, Bericht! Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aussperren! Teilt euch auf! Achtet auf die Zelte! Ein paar Männer rüber zum Ostwall! Warte, Hugo, wir kommen gleich. Wir müssen uns bloß mal ein bisschen vorbereiten für den ganzen Mist hier. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. So. Töpferware, ja. Okay. Ja, wir haben hier wirklich nicht viel, was wir machen können, ne? Ich dachte jetzt, okay, vielleicht können wir noch ein bisschen was sammeln. Vielleicht finden wir noch unsere Sachen.
So ein bisschen offensiver rangehen können oder sowas, aber nö. Wir sind erledigt. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Die ich gerade schon öffnen wollte, ja? Gut. Melly, übernimmst du? Genau, mach mal bitte auf schnell. So, da sind Steine, da sind auch Steine. Endlich. Jetzt, Hugo, ich muss den Käfig herunterbekommen. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. So, jetzt warte mal. Die sind hier alle ohne Helm. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Weißt du, also, ne? Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid, wegzulaufen. Genau so ist es. Die wollten uns sonst was antun. Und unserem Bruder auch. Amicia, komm zurück! Ja, ist ja gut. Alles in Ordnung, Hugo. Tut mir leid, ich hatte Angst. Nein, alles gut. Alles gut, Kleiner. Dann los. Doch, 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 ist wahr. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Mhm. Seht doch mal, ne, wie sie sich verändert hat, die Gute hier. So, wir nehmen mal ein paar Steinchen mit. Ja, ist ja gut. Alles ist gut, ich bin doch hier. Das war gruselig. Ich will mich nicht mehr fürchten. Du, wenn du aber so rumschreist, ne, dann finden die uns. Das wäre jetzt eher schlecht. So, warte mal. Ah, ne. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Jo. Wenn ich muss, mache ich das. Mist. War der Pferdekopf im Weg. So. Also, ne? Amicia muss ja auch mal Rache üben dürfen. Ich weiß, das soll man nicht und das ist böse und ach und überhaupt, aber... Ne? So, haben wir hier noch Steine gehabt? Ne. Ich meine, es ist ja auch so, ne? Wenn wir die jetzt alle am Leben lassen, machen die den ganzen Mist weiter. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss. So. Kinderspiel. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Ach so, du hast jetzt aufgesperrt, aber du machst die Tür nicht auf, oder was? Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und Nein. dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja. Ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja. Am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Ja, aber, ne? Bevor wir jetzt hier, ne? Groß und so.
würde ich sagen, gehen wir A, ein bisschen auf Loot-Tour und B, zeigen wir mal den bösen Männern, was sie sich da eigentlich eingebrockt haben. Ich sehe nichts. Na los, sie können doch nicht einfach weg sein. Nein, sind wir nicht. Keine Sorge. Dein Einsatz, Melly. Genau. So schön. Melly, mach mal bitte. Ich achte hier auf uns. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Mhm. Danke dir. Sehr gut. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Und weg. Was ist das? Na? Och, ist das jetzt dein fucking Ernst? Hm? Guck mal, hier liegen auch sehr convenient haufenweise Steinsäckchen rum. Die müssen das geplant haben. Also die Spieleentwickler. Das wäre doch jetzt traurig, wenn wir das dann nicht machen. Oder? So, wir runnen mal ein wenig. Und wir crouchen wieder. Wir müssen auf jeden Fall noch da hoch wieder. Da hoch wieder. Da waren noch Sachen. Und da waren noch böse Menschen. Oh. Kann ich den... Nein, kann ich nicht. Oh. Hier liegen überall noch Steine rum, ne? Oh, was sind denn hier? Aluhol. Das sieht doch schon gut aus. Sehr, sehr gut. Nicht übermütig werden. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Alkohol ist voll. Was haben wir hier? Steine. Ah, hi. Bist du auch wieder da? So. Oh. Die Kriegserklärung der Engländer. Edward III. Will den französischen Thron. Oh, oh, hier fehlen zwei. Und da fehlt auch was. Alter Schwede. Da müssen wir noch hin. Da müssen wir noch mal hochgucken. So, aber jetzt lesen wir das erstmal. Knöchelchen. Diese kleinen Schafsknochen sind sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen als Spielzeug beliebt. Sowohl bei Adligen als auch im einfachen Volk. Erwachsene nutzen sie gerne für Glücksspiele. Poliert und graviert kommen sie als Würfel zum Einsatz. Da sie leicht zu transportieren sind, haben sie ihren Weg bis in kirchliche Zirkel gefunden, wo sie mit dem Teufel in Zusammenhang gebracht werden. Wow, tolle Spiele haben die da. Kriegserklärung. Oh, guck mal, das sieht sehr schön aus. Oh, mit Brandstellen. Der Casus Belli dient als offizielle Rechtfertigung für einen Konflikt zwischen Herrschern, obwohl seine Legitimität oftmals fragwürdig ist. Manchmal geht es auch vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Der Hundertjährige Krieg etwa gab dem französischen König Philipp VI. Einen Vorwand, sein Volk höher zu besteuern und so die Schatzkammern des Königreichs zu füllen. Während König Edward III. So den englischen Adel zufriedenstellen konnte, dessen Einkünfte aus Landverpachtungen drastisch zurückgegangen waren.
ja, Krieg, ne? Ja, aber du bist eine Diebin. Er ist ein König. Wo ist da der Unterschied? Da ist kein Unterschied. Das ist genau der Punkt. Den würde ich auch machen, diesen Punkt. So, sehr, sehr gut. Das heißt, die pennen erstmal ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir bewegen uns gleich erstmal wieder in Richtung da oben. Ich habe das Gefühl, dass hier unten dann gleich Dinge passieren. Also würde ich doch lieber erstmal nach oben. So. Steine sind voll. Salze nehmen wir mit oder Salpeter. Nee, kann ich nicht lang. Da ist nichts. Wir machen einerseits etwas schneller, andererseits müssen wir trotzdem weiterschauen, dass wir keinen Mist machen, ne? Wir wollen ja dann jetzt nicht nach all dem, was wir geschafft haben, auf einmal draufgehen. Das will ja nun wirklich niemand. Munitasche. Eigentlich wäre der Beutel ganz nett. Na gut, wir schauen. Das haben wir. Okay. So. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen in Deckung. Ich hoffe, es ist nicht ganz so langweilig für euch, aber für mich ist das einerseits die Rache, die ich tatsächlich machen möchte. Und andererseits gibt es Dinge noch zu erforschen und die möchte ich gerne noch erkunden. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen. Wir gehen mal da unten. Dürfte uns der Gute nicht sehen. Bleib mal kurz hier. Gut, mach schnell. Ja, wenn du mich nicht davon abhältst, mach ich schnell. So. Oh, da oben ist einer, der nicht helmlos ist. Jetzt müssen wir aufpassen. Moment. Nein. Schnell einen davon. Falls wir ihn brauchen. Oh. Könnte das sein, dass ich etwas übertrieben habe? Gut, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen, ist die Folge zu beenden und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Ich will die eigentlich schon noch weg haben, gebe ich zu. Und ich sehe bisher auch nur einen, der uns da gefährlich sein könnte. Also nur einen mit Helm. Alle anderen nicht. Na, mal sehen. Wir werden mal schauen. Mal gucken. Vielleicht probieren wir es auch einfach und wenn es absolut fehlschlägt, dann schneiden wir es weg aus der nächsten Folge und tun es als, naja, einfach ab. Mal gucken.
Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.